Gott, ich will mein aufgebrauchtes Video von April machen. Jo, wir fangen auch gleich mal an. Es sind sehr viele Proben, glaube ich, leer worden. Und weniger großes Zeug, glaube ich. Aber wir fangen gleich mal an. Als erster... Als erster habe ich eine Seife aufgebraucht von Balea. Ich weiß, ihr habt sie erst vor kurzem in einem DM-Haul gesehen, aber ich habe sie schon leer. Die fand ich wirklich, wirklich gut, weil die Hand danach noch so gut danach gerochen hat. Also würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich nicht so viel Zeug hätte, das ich aufbrauchen will. Dann habe ich eine Reinigung leer gemacht von Elisabeth Arden. Ich mag den Duft davon nicht. Das ist mein einziges Problem, was ich mit dem Ding habe. Sonst finde ich es gut. Das einzige Problem ist der Duft. Ich habe es jetzt noch in Originalgröße, weil ich es mir ja mal beim Tiki Max gekauft habe. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich es mir so gekauft hätte. Dann habe ich aufgebraucht eine Dusche in Body Milk, und zwar die von Nivea. Sieht so aus. Das ist die Kakao und Milch. Habe ich noch ein paar Backups, mag ich total gern, gibt es aber leider nicht mehr. Dann habe ich noch große Maxi-Wattepads aufgebraucht, das ist ja mega interessant. Dann Wattestäbchen, das sind die, die ich immer benutze, wenn ich mich verschmiert habe oder so. Und dann bessere ich das mit denen aus, kennt sie ja eh auswendig. So wie mein Trockenshampoo, was ja auch jeden Monat jetzt schon leer geht. Ja, benutze ich auch jedes Mal, habe ich jetzt auch wieder benutzt und kaufe ich mir immer wieder, sobald es in Aktion ist, nach. Dann habe ich hier zwei Masken. Einmal, die kennt sie schon, die habe ich letzten Monat auch schon aufgebraucht. Das ist die von Cadia Vera, die fand ich gut, aber leider gibt es sie ja nicht mehr, sonst würde ich sie mir nachkaufen. Dann habe ich noch eine von Balea leer gemacht und da habe ich Gott sei Dank noch viele Backups, weil die gibt es ja leider auch nicht mehr und die mag ich sehr, sehr gerne. Und leider gibt es sie ja nicht mehr. Dann habe ich ein Balea Duschgel aufgebraucht, nach langem mal wieder, eine Zuckerschnute. Ist noch immer mein Lieblingsduschgel, aber es gibt es ja leider nicht mehr. Deswegen versuche ich sparsam mit meinen Backups umzugehen, was ja eh blöd ist, aber ja. Aber ich versuche sparsam damit umzugehen. Ich habe es auch ein paar Mal als Seife benutzt, weil ich ja keine gehabt habe. Sehr, sehr fies, ich weiß. Dann habe ich ein Duschgel von Yves Rocher aufgebraucht. Das ist das orange Duschgel, das liebe ich. Also ich bin froh, dass ich davon noch Backups habe. Wenn es leer gehen wird, wäre ich sicher sehr, sehr traurig, wenn ich keine mehr habe, weil ich mag das Duschgel. Ich mag das wirklich. Dann habe ich noch eine Maske leer gemacht, und zwar die Lavendel. Die mag ich nicht mehr. Ich habe auch, glaube ich, keine Backups mehr. Ich hoffe es, weil ich kann den nicht mehr riechen. Dann habe ich eine Pflegeprobe leer gemacht von Declaré. Ich weiß nicht, ob die Marke jemand kennt. Das war ein Serum. Es war okay, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Haut danach sehr angefangen hat zu jucken. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das vertrage. So sieht das aus. Das ist dieses Hydro Boost Fluid. Das war nicht schlecht, aber das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass ich das irgendwie nicht vertragen habe. Aber wie ihr sehen könnt, ist das so ein Zwei-Phasen-Serum gewesen. Deswegen auch diese zwei Pröbchen. Hinten kann man auch die Farben erkennen. Das ist türkisblau. Und so ist es auch hier abgebildet. Und man musste das so verwenden, dass man das so rausquetscht. Eine Probe habe ich jetzt noch von einem anderen, von einem dunkelblauen. Sieht so aus. Die will ich nämlich, ich will nämlich jetzt meine Proben mal weniger, das ist, war kein Deutsch. Ich will, dass meine Proben weniger werden, deswegen versuche ich ein paar aufzubrauchen. Also ich glaube aber nicht, dass ich mir das nachkaufen würde, sage ich euch ganz ehrlich. Dann ganz stolz drauf und habt ihr in meinem Video gesehen, habe ich ja mein Handpeeling aufgebraucht. Ich habe, glaube ich, noch ein Backup und ich habe noch immer nicht mein anderes Peeling, was ich geschenkt gekriegt habe von Alessandro in der Arbeit. Das habe ich noch immer nicht in mein Bad gestellt. So viel dazu. Aber das kaufe ich mir ja immer wieder nach, das wisst ihr. Dann meine Reinigungstücher von Cadia Vera, die Einhörner, beziehungsweise die zauberzarte Reinigungstücher. Die mag ich schon. Das Problem ist, nach einer Zeit werden die so trocken. Und die gibt es ja sowieso nicht mehr. Leider gibt es die Reinigungstücher ja nicht mehr, sonst würde ich sie mir nachkaufen. Dann habe ich eine Probe leer gemacht. Sieht so aus. Das ist ein... Also es heißt Booster Detox. Sieht so aus. Riecht extrem ekelhaft. Soll gegen... Ihr könnt es hier lesen. Umwelteinflüsse, schlechtes Essen, verrauchte Umgebung, starke Umweltverschmutzung. Habe ich schon gesagt, glaube ich. Bla bla bla.
nach langen Feiern, tue ich zwar nicht, aber egal. Aber das hat mich am meisten angesprochen. Es gibt nämlich noch ein orangenes und ein blaues, aber das grüne hat mich am meisten angesprochen. Ich habe das jetzt nur einmal verwendet. Die Probe ist nämlich auch relativ blöd. Ihr könnt es ja hier sehen. Ich habe das aufgeschnitten und es ist zu viel rausgekommen bei dem. Deswegen habe ich das sehr, sehr schnell aufgebraucht. Weil man kann es ja eher, wenn man das in Original kauft, kann man es ja dosieren und man soll es ja in die Pflege mischen. Ich muss es noch weiterhin probieren. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Kommen wir zurück zur Garage. Da habe ich ein Serum aufgebraucht. Das sieht so aus. Ist in so einer Pipette gekommen. War eine gute Probe. Ich finde das auch sehr, sehr gut, das Serum. Ich habe das auch Gott sei Dank in Original, weil ich das mal geschenkt bekommen habe. Ich sage, ich habe Proben aufgebraucht in Hülle und Fülle. Ich habe eine Duftprobe leer gemacht von Donna Karen. Den finde ich sehr, sehr gut. Ich bin normalerweise kein Donna Karen Duftfan, außer der rote. Den habe ich mir auch gekauft, den kleinen. Aber den finde ich auch sehr gut. Den finde ich auch wirklich, wirklich gut. Hätte ich nicht so viel, würde ich mir das nachkaufen. Aber ich habe zu viel. Oh Gott, ich habe noch ein Trockenshampoo leer gemacht. Schön, oder? Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier einen Make-up-Entferner leer gemacht. Kennt sie eh auswendig. Kaufe ich mir immer wieder nach. Brauche ich immer wieder auf. Noch eine Duftprobe. Alter Schwede. Ich habe in dem Monat sehr viele Duftproben leer gemacht. Das war von Jill Sander Simply Elixir. Der war aber für die Jahreszeit viel, viel, viel zu heftig. Man riecht ihn jetzt leider nicht mehr. Aber der war für die Jahreszeit viel, viel, viel zu stark. Das ist jetzt von Jill Sander ein neuer, glaube ich. Also relativ neu, so sieht die Flasche aus. Der ist gut, aber ich finde, der passt eher so Herbst, Winter. Wenn nicht eher Winter. Weil der ist wirklich intensiv vom Duft her. Dann habe ich ein Shampoo aufgebraucht. Ich habe es aber für meine Pinsel verwendet. Ich mag die Balea-Shampoos überhaupt nicht mehr, weil bei mir fetten da die Haare noch schneller nach, wenn ich Balea-Shampoos nehme. Deswegen nehme ich die jetzt nur noch für die Pinsel und ich glaube, ich werde mir auch keine mehr nachkaufen. Glaube ich nicht. Also ich glaube, das versuche ich bleiben zu lassen. Dann habe ich hier die Hofer-Wattepads einmal aufgebraucht. Dann habe ich ein Mini-Duschgel leer gemacht. Mag ich sehr, sehr gerne. Das sind von Nifroche wieder die Duschgels. Ich liebe die. Ich habe das aber, glaube ich, als Badezusatz zwecksentfremdet, weil ich so viel Duschgel habe. Was ja eh klar ist. Dann habe ich aufgebraucht die Kirschenmaske von Schebens. Die mag ich, naja, sehr gern. Stimmt nicht. Die Himbeer fand ich besser, aber die war okay. Die war wirklich okay. Dann habe ich die Cadea Vera Reinigungstücher aufgebraucht, die was ich immer für meinen Schminktisch benutze. Dann habe ich eine Maske von Tony Moly. Ich probiere es immer noch. Ich habe auch ganz viele von meiner Cousine bekommen. Nicht, ich habe sie ja abgekauft, weil ich die unbedingt noch weiterhin probieren will. Und jedes Mal, wenn ich beim Tiki Max bin, gibt es die nicht. Meine Freundin hat immer Glück, aber ich habe leider nie Glück. Deswegen bin ich froh, dass ich noch ein paar bekommen habe von meiner Cousine, damit ich die probieren kann. So, dann haben wir hier Badezusätze. Einmal den Träumschön von Sorbea. Kaufe ich mir immer wieder nach. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Backups, hoffe ich zumindest. Dann habe ich von Aveo eines aufgebraucht. Habt ihr vor kurzem erst in einem Video gesehen. Habe ich schon leer gemacht. Und ein Shampoo als Probe. Ich sage, ich habe eine Probenphase im April gehabt. Das sieht so aus. Das war gar nicht schlecht. Ich habe sogar noch eine Probe davon. Ich finde das wirklich nicht schlecht. Das hat meine Haare echt schön gemacht. Ich werde jetzt nochmal die Probe benutzen, die nächste, und mal gucken, wie ich es danach finde. Dann habe ich hier noch eine Duftprobe leer gemacht. Ich versuche in letzter Zeit so ein paar Duftproben aufzubrauchen, weil ich wirklich viel Zeug habe. Auch Pflege. Pflege ist jetzt schon ein bisschen humaner, aber Duft habe ich echt viel. Ja, und ich habe den hier aufgebraucht. Das war von Chloe, der Love Story. Aber das ist das Eau Sensual, heißt das. Eau Sensual, hier sieht man das. Mit der orangenen Schleife. Es gibt ja drei verschiedene. Eins mit einer weißen Schleife, mit der orangenen und mit der rosanen. Und den und den mit der rosanen finde ich bis jetzt am besten. Den fand ich wirklich gut. Also ich bin normalerweise nicht so der blumige Fan, aber die sind echt gut, die Chloe-Düfte. Die anderen mag ich ja nicht von Chloe. Dann habe ich leider, mit Betonung auf leider, aufgebraucht mein Lancôme-Serum. Das war so gut, aber leider ist es leer. Das ist mir auch ehrlich gesagt zu teuer. Der Duft war widerlich. Der Duft war mehr als nur widerlich. Aber es hat, finde ich, gegen meine Pickel schon geholfen. Das ist nämlich dieses Serum, was man in der Zeit verwenden soll als Kur, damit man nicht die Pickel los wird, aber damit das halt minimiert, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, so war es. Man muss das nämlich, also es kommt nicht so, wenn man es kauft, sondern da ist so ein schwarzer Stöppel zuerst drauf und da muss man eine Flüssigkeit reindrücken,
Also man muss da drehen, dann kommt die Flüssigkeit rein, das ist sowas Blaues und dann muss man schütteln. Das passiert aber nur, also man muss nur einmal schütteln. Ich habe das dann nicht nochmal schütteln müssen. Das wird dann so gräulich, blau, die Flüssigkeit und dann kann man es verwenden. Man soll es in 2 Monaten aufbrauchen, weil da ein Wirkstoff drinnen ist, der ja nach 2 Monaten kippt. Deswegen soll man es in 2 Monaten aufbrauchen. Ich habe mir so Mühe gegeben, das so schnell wie möglich leer zu machen. Das ist nämlich wirklich teuer. Ja, ich habe es bekommen, aber ich wollte es unbedingt benutzen, nicht, dass es mir kaputt geht. Ich finde schon, dass es mir geholfen hat in der Zeit, wo ich jetzt so viele Pickel gehabt habe. Aber ich würde es mir ehrlich gesagt nicht nachkaufen, weil da bin ich ehrlich gesagt zu geizig dafür. Das wäre mir zu teuer. Ein paar Sachen habe ich noch. Als nächstes zeige ich euch ein Deo, das ich leer gemacht habe. Ich kriege in letzter Zeit immer die Sachen leer, die ich länger benutze, fällt mir auf. Das war aber nicht schlecht, das war das Putziger Paradiesvogel von Balea. Das war wirklich gut, also ich mochte es sehr gern. Vom Duft her hat es mir überhaupt so gut gefallen. Es wäre jetzt für den Sommer vielleicht besser gewesen, aber ja, es ist leer, ich kann damit leben. Es ist zwar sehr, sehr gut gewesen, bin auch traurig gewesen, wie es leer war, aber ich kann es mir nicht nachkaufen, weil das war limitierte Edition, das war das mit dieser Vögel, auch wo das Shampoo her ist. Ja, dann habe ich hier noch einen Badezusatz. Mit Lavendel. Der sieht so aus. Das ist von diesen Dreckspatzbädern. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Habe ich mir nur schon lange nicht mehr gekauft. Dann habe ich noch ein Serum als Probe aufgebraucht. Ich sage, ich versuche meine Proben leer zu machen. Einmal das Elisabeth Arden. Das Superstart heißt das. Das war richtig gut. Das habe ich auch in Originalgröße, Gott sei Dank, von Tiki Max. Dann habe ich fürs Dekolleté endlich mal wieder eine Yves Rocher Gesichtspflege leer gemacht. Ja, die ist okay. Mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Dann habe ich noch eine Seife leer. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die war, ehrlich gesagt. Das war die Granatapfel. Ja, die war okay. Die war okay. Ja, aber ich greife trotzdem immer zu den Aveo-Seifen, weil ich die Verpackung einfach so mag von den Aveo-Seifen. Kommen wir zuerst zum Make-up. Da habe ich nämlich ganz viele Sachen wieder leer gemacht. Da bin ich echt stolz auf mich. Und zwar habe ich einen Kajal aufgebraucht. Na, sagen wir 2. Ist das ein Kajal? Ja. Als erster den von Essence. Den habe ich gehasst. Den habe ich wirklich gehasst. Der ist mir so auf die Nerven gegangen. Das war ein ganz, ganz alter aus einer Eclipse-Kollektion von Essence. Den schwarzen mochte ich, das weiß ich noch. Aber den fand ich echt schlimm. Gott sei Dank ist er jetzt leer. Dann habe ich noch leer gemacht von Lancôme. Ich kann ihn nicht mehr spitzen und so kann ich ihn noch nicht mehr verwenden. Deswegen ist er für mich leer. Der war gut. Der war echt gut. Ich habe ihn so als Unterlage für meinen Eyeliner genommen, weil der war wirklich, der ist richtig tief schwarz und verschmiert auch nicht. Den fand ich wirklich gut. Nur habe ich eh so viele, ich glaube nicht, dass ich mir den nachkaufen würde. Dann habe ich wieder was von Lancôme und zwar die Mascara Doll Eyes, glaube ich heißt die. Ja, Hypnose Doll Eyes, so sieht die aus, in Probegröße. Habe ich ja zu Weihnachten bekommen. Verwende ich ja in Kombination mit der Estee Lauder, die habe ich leider leer gemacht. Das war ein Kampf, dass ich die aussortiere. Sie ist eintrocknet, man sieht es eh auch. Total eintrocknet leider und man kriegt nichts mehr raus, leider. Weil ich mag die Kombi, ich habe dasselbe jetzt wieder aktuell. Ich habe nämlich mir die Estee Lauder nachgekauft, die habe ich in einem Video euch zeigen vergessen. In Müllerhall habe ich es euch zeigen vergessen, deswegen habe ich es jetzt beim Kaufhalten einfach dazu hoffentlich geschrieben. Und die Hypnose habe ich ja zu Weihnachten gekriegt, die Doll Eyes. Deswegen benutze ich jetzt wieder die Kombi. Ja, aber die eine ist schon leer. Ihr habt es ja vorher gerade gesehen, ich zeige es euch nochmal, die ist komplett leer. Ich merke es auch jetzt, wenn ich das auftrage, ich brauche viel weniger, da habe ich viel, viel länger gebraucht. Beide finde ich gut. Also außer die, ich mag den Duft nicht so von der. Ich finde den Duft extrem eklig von der Hypnose Doll Eyes, aber trennen tut sie gut. Und der Duft verfliegt ja sowieso. Dann habe ich mein heißgeliebtes Catrice Puder aufgebraucht. Das war mein letztes Backup. Ich traue den so hinterher. Das war mein letztes Backup. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe das so lange verwendet, dieses Puder. Und jetzt ist es leer. Und jetzt habe ich eins von Essence und das mag ich überhaupt nicht. Ja. Dann habe ich einen Make-up Factory Lippenstift leer gemacht. Ich mag ja die Verpackung. Die hat ja einen magnetischen Verschluss. Ich mag die Uhr gerne, die Lippenstifte. Ich will jetzt demnächst wieder einen benutzen von denen. Ich habe jetzt nämlich einen von Miss Lean, glaube ich, in der Arbeit. Ich mag ihn, aber ich weiß nicht. Den fand ich aber super. Den verkaufe ich auch jedes Mal. Also die Farbe kann ich mir ohne Probleme merken, weil die Farbnummer, weil das war einfach mein Lieblingslippenstift. Man könnte da jetzt noch was rauskratzen, ich weiß, aber
ich mache das nie. Ich bin froh, dass ich ihn so schon benutzen konnte und bis dahin aufgebraucht habe. Ich fand ihn gut. Wenn ich nicht so viele rote Lippenstifte hätte, würde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Aber ich habe zu viele. Vielleicht versuche ich mal welche aufzubrauchen, bevor ich mir mal wieder welche nachkaufe. Da habe ich einen Duft leer gemacht und ich bin so froh, dass ich endlich den leer habe. Er war gut, er hat gut gerochen. Ich habe den immer verwendet, wenn ich in die Arbeit gegangen bin, also vorher eingesprüht, wenn ich weiß, ich muss arbeiten. Ich habe immer zwei Düfte, einen, den ich verwende, wenn ich arbeite und einen, den ich verwende, wenn ich frei habe. Klingt blöd, ist aber so. Wenn man so viele hat, muss man das irgendwie regeln. Ja, und den habe ich von meiner Cousine. Wir haben da quasi tauscht. Ich weiß nicht mehr, was sie stattdessen gekriegt hat. Kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich wollte den aber unbedingt aufbrauchen. Ich finde auch die Flasche relativ schön. Die Flasche ist schön. Ich glaube, die würde ich mir auch aufheben, weil ich das so süß finde mit dem Schmetterling. Sie hat ja drei von denen. Da gibt es drei verschiedene Farben. Und der ist ihr damals ausgelaufen. Und sie hat die angeschrieben und hat einen neuen dafür bekommen. Und wir haben dann quasi zwei Sachen tauscht. Ich weiß nicht mehr, was die ich ihr gegeben habe dafür. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber sie hat mir den Duft gegeben dafür. Und ich finde, der war gut. Aber ich würde ihn mir nicht nochmal kaufen. Das ist so ein Duft, den würde ich mir nicht nochmal kaufen. Er war okay, aber ich bin froh, dass er leer ist. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich das so ein bisschen runtergerattert habe. Ich habe noch immer dieses Halskratzen und noch immer Angst, dass ich einen Hustenanfall kriege. Jo. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen verwirrend war. Ich finde, ich habe sehr wenig aufgebraucht. Also ich finde sehr, sehr wenig. Ich hoffe, Mai wird besser. Ich habe in letzter Zeit so das Gefühl, dass ich nichts leer kriege. Aber vielleicht bin ich einfach andere Sachen gewöhnt. So. Ich habe ja viele Proben aufgebraucht, ihr habt das gesehen, weil ich habe in letzter Zeit den Drang, ein bisschen am Proben aufzubrauchen. Klingt vielleicht bescheuert, aber es ist wirklich so, weil ich eben so viel Zeug habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!